Hallo zusammen, hier ist mal wieder der Koro und ich habe heute ein weiteres Video für euch. Doch bevor wir damit anfangen, möchte ich mich erst einmal bei dem Unwritten bedanken, der ein wenig die Werbetrommel für mich gerührt hat, was mir bereits nach meinem ersten Video einige Abonnenten und Klicks verschafft hat. Darauf folgend natürlich auch ein Dankeschön an die Viewer und ihre positive Resonanz. Nun aber zum eigentlichen Thema, ich widme mich heute dem Damage-Werten an einem Tank. Sprich, welche Waffe oder welches Fahrzeug macht wie viel Schaden an einem Tank. Das beinhaltet RPGs, Javelins, Minen und so weiter. Da ich ungern in den zeitlichen Rahmen jetzt sprengen möchte, habe ich mich auf die wesentlichen Dinge konzentriert und lasse zum Beispiel die Guided Shell oder den Schaden eines IFVs außen vor. Da man sowas schwer alleine testen kann, habe ich mir meinen guten Freund den Snake an die Seite geholt, der sich ein wenig an meinem Panzer austoben darf. Bevor wir nun aber anfangen, werde ich noch kurz erklären, was ihr hier gleich zu sehen bekommt. Ich werde nun in den folgenden paar Minuten mit verschiedenen Waffen beschossen und das jeweils aus drei verschiedenen Richtungen. Das hat den Grund, weil ein Panzer verschiedene Trefferzonen besitzt. Vorne kriegt er den geringsten Schaden, hinten den meisten und von der Seite pendelt es sich irgendwo in der Mitte ein. Es gibt allerdings eine Ausnahme, die ihr noch zu sehen bekommt. Deshalb lasst euch nun die folgenden paar Minuten mit dem Video alleine und melde mich am Ende nochmal. Viel Spaß! Bei der Javelin muss ich mich mal ganz kurz einhaken, denn den Schaden, den ihr hier in diesem Video sehen könnt, das sind keine Richtwerte. Denn im Endeffekt kommt es immer noch darauf an, ist der Panzer in Bewegung oder nicht. Aus welchem Winkel schießt der Schütze mit der Javelin auf den Panzer? Denn wie ihr am Anfang sehen könnt, ich stehe frontal zum Gegner, er schießt die Javelin auf mich, die kommt hinter mir auf, zerstört meine Reaktivpanzerung, macht nur minimalen Schaden. Das muss aber nicht sein. Wäre die jetzt aus einem minimal anderen Winkel gekommen, dann hätte sie wahrscheinlich schon mehr Schaden machen können. Es folgt jetzt die Top Javelin, aber der Begriff wird wahrscheinlich vielen nicht sagen. Wenn das Ziel markiert ist mit der Javelin, dann zieht man so schnell wie möglich die Javelin nach oben in einem 90-Grad-Winkel sozusagen und schießt dann einfach. Diese macht dann mehr Schaden durch den besten Anflugswinkel. Auch bei den Minen muss ich nochmal meinen Senf dazugeben. Denn das wäre jetzt zu viel Text für den kleinen Bildschirm. Ihr seht jetzt Snake, wie er eine Mine dorthin legt und ich gleich drüber fahren werde.
auch nochmal ein schönes Beispiel für die Terminal Optics, die ich in meinem ersten Video beschrieben habe. Man sieht die Minen wunderbar. So, diese eine Mine hat jetzt 61 Schaden gemacht. Nun wird Snake zwei Minen direkt übereinander legen. Also aus meiner Sicht schaut es so aus, als würde dort nur eine liegen. Man geht jetzt davon aus, dass sie den doppelten Schaden machen würde. Genau das tut sie nicht. Sie macht denselben Schaden wie eine einzige Mine. Nun haben wir zwei Minen direkt nebeneinander gelegt, also nicht ineinander quasi. Und diese sind dann auch wirklich erfolgreich, um einen Panzer komplett zu eliminieren. So, Freunde der virtuellen Kriegsmaschinerie, damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Was bleibt zu sagen? Geht man rein von den Schadenswerten aus, dann sind die stationären Geschütze, also der Cornet Launcher und die Tau, am effektivsten. Da diese aber recht selten sind und man auch nicht immer trifft, fallen sie mehr oder weniger aus der Statistik raus. Meiner Meinung nach ist es immer noch am sinnvollsten, mit zwei oder drei Leuten die RPG auszupacken und den Tank wirklich in Grund und Boden zu schießen. Eine Info noch am Rande, die einige vielleicht nicht kennen. In dem Video haben wir immer darauf geachtet, im rechten Winkel auf den Tank zu schießen, denn dann macht man den höchstmöglichen Schaden. Schießt man leicht seitlich, verringert sich dieser, da das Geschoss schwerer ins Ziel einschlagen kann. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich oder hat euch neue Dinge offenbart, die ihr noch nicht wusstet. Ich verabschiede mich und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Obwohl, eine Frage steht noch im Raum.